Das hier ist der Osotec H200 Lite. Wer einmal damit gearbeitet hat, wird auf jeden Fall nichts anderes mehr in die Hand nehmen. Keinen Wischmopp oder sonst irgendwas. Ich sag mal so, das Wischen, das zögert man sonst so lange wie möglich natürlich raus. Mit diesem Gerät hier ist es so, du machst es täglich wieder Staubsaugen und du hast immer alles clean. Das Ganze ist recht simpel. Einfach hier Wasser einfüllen, ein paar Tropfen Reiniger reinfüllen. Das Wasser wird dann auf die Reinigungsbürste quasi gegeben. Und das Ganze wird dann wiederum abgesaugt und in dem, hier, zack, da landet es, in dem hinteren Tank wird es dann gesammelt. Was kostet so ein Gerät? 300 Euro, die sind relativ günstig geworden. Es gibt nochmal die Pro-Variante quasi für 500 Euro, aber 300 Euro aktuell bei Amazon. Wer sich übrigens für interessiert, den Link habe ich euch in der Infobox und das Video mit reingepackt. Aber ich würde euch einmal ganz kurz zeigen, wie der Ganze arbeitet, der Bums. Ich habe auch das größere Modell nochmal. Die unterscheiden sich einmal im Preis, das kostet 200 Euro mehr. Und natürlich auch nochmal in der Akkugröße. Ihr könnt mit dem großen Modell 5 Minuten länger saugen, also 35 Minuten, also wischen, saugen. Und hiermit könnt ihr rund 30 Minuten saugen. Ganz wichtig, nehmt kein heißes Wasser, das habe ich bei meinem anderen Osotec schon gemacht. Und dann verformt sich hier das Plastik. Er läuft noch, aber ich habe mich halt tierisch geärgert. Was wichtig ist, zwischendurch hier unten auch mal einmal mit reinigen. Hier sitzt halt die Bürste, die rotiert, die wird nass. Das Wasser wird wieder abgesogen. Und dann hinten quasi in den Drecktank, der hier ist, gespeichert. Das kann man alles ganz easy auch mit einer Hand machen. Und kann dann hier einmal die Drecksbrühe rausholen. Zwischendurch sollte man auch mal reinigen. Wie schon erwähnt, wir haben jetzt eine Akkulaufleistung von 30 Minuten. Damit schaffe ich hier locker diesen Laden und habe immer noch 50% über. Das heißt, dass wir ungefähr 140 Quadratmeter mit einer Akkuladung hier schaffen. Das Gewicht von 5 Kilo ist easy zu handeln, da wir es ja letztendlich auf dem Boden über die Rollen bewegen. Zum Lieferumfang dazu gehört nochmal diese Station, wo wir hinten auch den Stromanschluss, das Netzteil anschließen können. Wir haben hier eine Wanne, die wir rausnehmen können. Mal schauen, dass man das Ganze auch mal im Waschbecken reinigen kann. Denn das Gerät, das reinigt sich hier selber. Das heißt, wir stellen es einfach nur rein, drücken oben drauf den Reinigungsbutton. Das macht aber nur, und das ist ganz wichtig, wenn der Strom auch angeschlossen ist. Ihr könnt mit dem Ding saugen, ihr könnt damit wischen und ihr könnt damit auch, Nasses aufheben oder aufsaugen. Ich sag mal, beim Saugen, dann nimm mal den Dreck weg, normal mit der Bürste, und er nutzt die Saugleistung von 12.500 PA irgendwas. Macht keiner, damit macht man immer mit feucht, sage ich mal. Was ich super wichtig finde auf jeden Fall auch nochmal, dass sich an der Bürste vorne keine Haare vertüdeln. Das ist ja diese Anti-Hair-Wrap-Technologie, die hier mit verbaut ist. Das heißt, dass die Haare mit eingesogen und im Schmutztank gesammelt werden. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Dreck, um einfach mal zu zeigen, wie gut oder wie sauber das Ding arbeitet. Deswegen holen wir uns einfach mal einen Kakao. Ich habe schon öfter Kommentare gelesen, dass zum Beispiel einige schreiben, das schäumt schnell, also das im Tank selber, im Abwassertank schäumt es schnell und dadurch muss öfter dieser Tank gewechselt oder bzw. geleert werden. Das liegt im Schnitt am falschen Reiniger. Also wir müssen einen Reiniger haben, der nicht so schäumt. Am besten alles Reiniger, nur ein paar Tropfen rein, bis ihr die Oberflächenspannung löst. Ihr braucht da nicht viel Reiniger, ne? Also ein paar Tropfen, das ist ja nur ein kleiner Tank. Und dann habt ihr auch nicht diesen Schaum. Es gibt Reiniger, die zum Schäumen neigen, müsst ihr halt schauen, aber der normale Allzweckreiniger aus dem Supermarkt reicht völlig aus. Früher hatte ich ja hier mit der Hand gewischt, ich habe auch schon Wischroboter hier getestet, aber ich finde diese Saugwischer immer noch am besten, weil du brauchst nicht erst saugen und dann wischen, sondern du kannst gleich alles in einem Gang machen und du kommst relativ dicht an die Kante ran, das zeige ich euch gleich nochmal. Ich kipp mal den Kakao hin, den mag ich jetzt nicht mehr, so. Und ich habe hier übrigens oft Kakao im Laden. So, wir ziehen einmal drüber. Also es geht wie Butter, es ist wirklich geil. Wenn der Schmutz schon ein bisschen länger dran haftet, dann reicht es eigentlich, wenn man einmal vorwischt und kurze Zeit später wieder zurückzieht, weil dann hat man den Dreck auf jeden Fall gelöst. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Traum von jeder Hausfrau. Ihr solltet das auf jeden Fall nicht zum Weihnachten oder zum Geburtstag verschenken. Das ist sowas, ne? So, hier sauber. Also ich sag mal so, die Frauen, die stehen da nicht so drauf, habe ich Erfahrungen gesammelt. Außer der Schwiegermutter, der könnt ihr sowas natürlich auch zu Weihnachten schenken. Da ist es gar kein Problem. Ja, wie gesagt, der Dreck ist dann hinten im Tank drin. Den kann man hier rausnehmen. Der ist transparent, durchsichtig. Da kann man auch sehen, wie viel da drin ist. Und er merkt auch, wenn er voll ist, also gibt dann auch akustische Warnungen. Was ich nochmal besonders cool finde, gerade wenn man ja
Es kommt immer auf die Höhe an, ne? Aber Sofas hat oder Betten hat, wo sich die Wollmäuse untersammeln, dann kann man hier das Ganze anklicken. Man kann es auch flach auf den Boden benutzen. Ohne dass jetzt irgendwas ausläuft, sage ich mal. Und erwischt dann auch noch. Und man kann damit auch unter die Betten gehen, da wo ja halt immer die Wollmäuse sitzen. Einmal nochmal im Detail, also man hat hier oben diese Reinigungstaste, die funktioniert halt nur, wenn das Ganze in der Station ist, die dann auch angeschlossen ist. Dann haben wir hier vorne unsere Knöpfe, den On-Off-Button und den Modus-Button. Da können wir dann wechseln zwischen, das Ding ist halt selber nicht schwer, ist super griffig auf jeden Fall, also hier eine gummierte Griffeinlage. Hier können wir nochmal Fehler uns anzeigen lassen, ich habe extra hier vorne diesen Kleber drauf gelassen, so sieht es dann halt ohne aus und hier zeigt uns dann an, wenn das Wasser leer ist oder sonst irgendwelche Gebrechen vorherrschen. Durch Drehen des Handgelenkes können wir auch vorne den Wischer einmal in der Neigung ändern. Wir kommen hier relativ nah an die Kanten ran. Also es fehlen ein paar Millimeter, dass wir ganz an die Wand dran kommen. Auf der linken Seite ist es weniger, auf der rechten Seite ein bisschen mehr. Vorne allerdings nochmal das Ganze gummiert, sodass wir da nichts beschädigen. So, das Ganze zum Laden stellen wir in die Station. Die Ladezeit ist ein bisschen lang, kann bis zu 3 Stunden, 4 Stunden dauern. Und deswegen sollte man gucken, wenn man einen größeren Haushalt hat, beziehungsweise ein größeres Haus, also mehr als 120, 140 Quadratmeter, die man täglich wischen will, dass man es entweder in mehreren Etappen macht oder dass man sich das größere Modell holt. Ich finde es aber völlig übertrieben, das ist hiermit völlig ausreichend. Und fühlt auf jeden Fall dazu einen Erfolg. Wenn ihr das Ganze in die Station reingestellt habt, dann drückt man hier oben die Reinigungstaste. Und jetzt fängt an, sich das Gerät selber zu reinigen. Also spült quasi die Bürste, gibt Wasser rauf, lässt die Walze drehen und spült das Ganze einmal kräftig durch. Wir sehen hier einmal genau, was passiert. Also es kommt Wasser, es wird wieder abgesaugt. Im Display selber zeigt er uns auch immer den Modus an. Ganz wichtig ist, nach dem Wischen, also ihr saugt, so, ne, als Beispiel mal. So. Jetzt stellt ihr das Gerät ab. Er saugt immer noch nach. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie noch eine Pfütze, weil das Wasser wieder zurückläuft. Er saugt auf jeden Fall immer noch nach. Also kurz gesagt, das Gerät kann man definitiv gebrauchen. Klar ist es auch wieder viel Geld. Auch 300 Euro sind viel Geld, da braucht man nicht drüber streiten. Aber ihr müsst mal sehen, die Zeit, die ihr auf jeden Fall dadurch spart. Außerdem ist er relativ günstig im Unterhalt, er verbraucht halt nicht viel Strom. Hat halt durch die Walze und durch den ganzen Mechanismus eine relativ hohe Saugleistung und macht auf jeden Fall lange glücklich. Also wir haben die Dinger zu Hause. Ich habe jetzt hier mittlerweile den zweiten. Ich kann den mal kurz holen. Und da kann man nochmal sehen, wenn man heißes Wasser einfüllt, das solltet ihr euch sparen. Ich habe hier so eine kleine Delle drin. Er funktioniert trotzdem noch, aber es ist halt mega ärgerlich, dass wir eigentlich ein Produkt haben, was das vielleicht abkühlen sollte. Also lauwarmes Wasser, ja. Ansonsten passt wirklich auf mit heißem Wasser. Ich habe auf jeden Fall den Support schon geschrieben, dass sie da vielleicht mal das Material überdenken sollten. Und weil das ja, denke ich mal, öfter vorkommt. Mit lauwarmem Wasser oder warmem, heißem Wasser kannst du besser reinigen, weil du die Oberflächenspannung bzw. die Fette und alles ja viel, viel besser löst. Und ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hier hat. Und ich muss halt auch sagen, 200 Euro mehr für die etwas bessere Variante, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Da kann man genauso gut die Sparvariante nehmen und hat halt 5 Minuten weniger Akku und ist aber trotzdem letztendlich super damit unterwegs, hat jede Menge Zeit zu Hause gespart und hat auf jeden Fall immer eine saubere, ordentliche Wohnung. Der Vorteil ist natürlich, wischt ihr regelmäßig, dann habt ihr nicht überall den Staub auf den Möbeln drauf. Und der Staubsauger tut ja sein Übriges natürlich. Der wirbelt natürlich alles, was auf dem Boden ist. Oder es wird ja angesaugt und wieder ausgeblasen. Und da, wo es ausgeblasen wird, da entsteht halt wieder neuer Staub, der aufgewirbelt wird. Und mit einem normalen Handwischer, das kann mir erzählen, wer will, das macht man einfach nicht jeden Tag. Das macht man, wenn es nötig ist, aber das macht man nicht jeden Tag. Und das hier macht Spaß. Spaß ist übertrieben, ne? Aber es ist halt angenehmer, als wenn man mit dem Staubsauger und mit dem Wischer noch mal rumarbeiten muss. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich, wie gesagt, im Langzeittest kann sagen, dass die Dinger super sind. Ich würde mir es immer wieder kaufen, gerade hier für den Laden eine perfekte Geschichte, um alles immer sauber zu halten. Das war's von mir. Von 5 möglichen Sternen würde ich 4,5 bis 4 geben. Das ist aber auch letztendlich nur, weil diese Tanks dieses heiße Wasser nicht abkönnen und sich verformen. Ansonsten sind es super Geräte, die eine super Saugleistung, Arbeitsleistung haben. Und auch nochmal ein kleiner Abzug auf jeden Fall beim Akku. Das
so ein bisschen mehr Akku so viel mehr Geld kostet. Schreibt gerne eure Erfahrungen, eure Kommentare mit rein. Bis dann, euer Paul.